Hallo, heute möchte ich euch Minimetro vorstellen. Das ist ein etwas älteres Spiel schon. Ich weiß gar nicht, von wann es genau ist. Und das war am Anfang dieser Pandemie, war es kurz mal für mobile Endgeräte umsonst im Google Play Store zu finden. Ich weiß nicht, ob immer noch, aber ihr könnt ja mal gucken. Okay, Ziel dieses Spiels ist es, verschiedene Haltestellen miteinander zu verknüpfen. Also am Anfang hat man die Auswahl zwischen zwei oder drei Städten und die weiteren schaltet man dann im Laufe der Zeit frei. So wie zum Beispiel Mumbai. Aber gehen wir mal nach London. Das ist dann, wo man quasi das Spiel beginnen würde. So, nun haben wir hier. Das sind die verschiedenen Haltestellen und die verschiedenen Formen signalisieren die Art Passagiere, die diese Haltestellen annehmen. Zum Beispiel hier steht jetzt ein Passagier, der will nach Dreieck. Hier steht ein Passagier, der will nach Kreis. Ja, der hier will auch nach Kreis, der kann dann gleich wieder zurückfahren. Hier ist auch Kreis und die beiden wollen nach Quadrat. So, nun hat man hier die, wie sagt man, die Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Wir könnten noch eine Lok hier auf eine Linie setzen oder wir könnten noch eine dritte Linie machen, aber das ist momentan etwas sinnfrei. So, jetzt haben wir hier schon ein Dreieck. Darum lassen wir mal von diesem Kreis das zu diesem Dreieck gehen. So haben wir in beiden Linien jeweils jede Form vorhanden. Und das ist am Anfang noch sehr einfach, wird aber sehr komplex mit der Zeit. So, hier oben kann man eingeben, wie schnell die Zeit fortschreiten soll. Und wie man sieht, mit der Zeit spawnen auch immer mehr von diesen Stationen. Muss sie verbinden und das Spiel endet, wenn eine Station überfüllt ist und zu lange niemand mehr abgeholt wird. Ja, ich habe keine Brücken mehr. Ja, das ist jetzt natürlich ungünstig, ich habe keine Brücken mehr, aber ich hätte noch eine hellblaue Linie. Jetzt müssen wir dann halt gucken, dass wir die, die dann noch erscheinen, so verbinden, dass wir keine Brücken mehr brauchen. Was wir hier auch machen können, ist das hier zu einer kreisrunden Linie machen und in Gegenrichtung quasi auch eine Bahn zu setzen. Sehr schön. Form. Da lassen wir uns aber nicht von verwirren, sondern verbinden die einfach mit. So. Ja, und um die neuen Level dann freizuschalten, muss man mindestens mehr als 500
Personen befördert haben insgesamt, was sich einfach anhört, was aber bei einigen Strecken relativ schwierig ist, weil halt solche Sachen wie Flüsse im Weg sind und man hat nicht genug. Und man hat nicht genug Brücken oder so. So, das machen wir mal hier. Die können wir mal hier hin, hier hin und hier hin, sodass die ganzen ungewöhnlichen Formen verbunden sind. Normal auch Ton dazu, aber den habe ich abgestellt. Weiß gerade nicht so genau, wie ich den wieder einstelle. Aber es ist eigentlich nur so ein Gebimmel, der Ton. Eine Lokomotive und noch eine Linie. Wo haben wir Leute, die sich stauen? Hier. So. Und jetzt hätte ich schon den Level gewonnen. Aber mal schauen, wie weit wir das hier noch treiben können. Ich finde, es hat was sehr Meditatives, was man gut machen kann, wenn man in der Bahn sitzt beispielsweise. Insofern habe ich das erfreut zur Kenntnis genommen, dass das Spiel umsonst gewesen ist im März. Nicht, dass ich seit März viel Bahn gefahren wäre, aber arbeitsmäßig muss ich dann ja hin und wieder doch. Und da war das immer sehr angenehm, wenn man sonst nichts zu tun hatte und noch Akku auf dem Handy übrig hatte, dass man hier ein bisschen Mini-Metro spielen konnte. Ja, das ist aber im Prinzip, das ist ein einfaches Spielprinzip, aber das ist im Prinzip schon das ganze Spielprinzip. Es gibt dann noch Umsteigebahnhöfe und in verschiedenen anderen Städten gibt es verschiedene andere Arten von Loks. Also in, ich glaube, Osaka gibt es den Shinkansen. Das ist halt ein Zug, der schneller fährt. Oder ich glaube, das war Boston, hat Straßenbahnen statt hier Metros. Aber die spielen sich nicht anders. Die sehen nur ein bisschen anders aus. Da gibt es noch Umsteigebahnhöfe und solche Sachen. Mehr Tunnel, sehr gut. Da können wir dann ja mal. Oh je. Hier haben wir schon eine leicht überfüllte Station, aber haben wir gerade noch mal leer gekriegt. Und hier auch. Wenn das oben angekommen ist, haben wir verloren. Ja, das war's. Okay. Ja, so viel dazu. Das ist im Grunde genommen schon das ganze Spiel. Es gibt noch Kreativmodus, wo man dann einfach an seinen Stationen rumbauen kann, ohne dass man, so hier zum Beispiel, ohne dass man dadurch gestört wird, dass man eigentlich verloren hätte. Also kann man dann endlos weiterbauen, auch wenn die Stationen überfüllt sind.
das ist dann im Prinzip schon alles. Es können, also das sind so die Hauptformen, die am Anfang immer da sind: Kreis, Quadrat und Dreieck, aber dann, wie gesagt, kommen noch Sterne dazu, irgendwie so eine Halbkugel, so eine linsenartige Form und Sechsecke und was weiß ich nicht alles noch. Okay, dann bis zum nächsten Mal.